Was passiert eigentlich, wenn du dich weigerst, als Schüler am Trimagischen Turnier teilzunehmen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über den Feuerkelch, Harry Potter und das Trimagische Turnier. Genauer gesagt gehen wir der Frage nach, die sich viele Harry Potter-Fans schon einmal gestellt haben. Was passiert, wenn man sich weigert, am sagenumwobenen Trimagischen Turnier teilzunehmen? Natürlich erst, wenn man ausgewählt wurde. Dafür muss man seinen Namen in den Feuerkelch werfen. Und dieser spuckt dann würdige Namen wieder aus, die zum Turnier bereit sind. Aber sagen wir mal, der Feuerkelch hat deinen Namen wieder ausgespuckt und möchte, dass du am Trimagischen Turnier teilnimmst. Das heißt, du wurdest ausgewählt, aber du weigerst dich dann. Was passiert dann? Nun ja. Das Trimagische Turnier ist ein Wettbewerb wie kein anderer. Über 700 Jahre alt ist dieses Ereignis, das die Intelligenz, den Mut und die Stärke der Teilnehmer testet. Ursprünglich wurde der Wettbewerb alle 5 Jahre ausgetragen, mit einer kurzen Unterbrechung von 200 Jahren, nachdem alle drei Champions 1792 verletzt wurden. Laut Pottermore ist es wie folgt. Das Trimagische Turnier wurde erstmals vor etwa 700 Jahren als freundschaftlicher Wettbewerb zwischen den drei größten europäischen Zauberschulen gegründet: Hogwarts, Beauxbatons und Durmstrang. Jede Schule wählt einen Champion für sich, und die drei Champions traten in drei magischen Aufgaben gegeneinander an. Die Schulen richteten das Turnier abwechselnd alle 5 Jahre aus, und man war sich einig, dass es eine hervorragende Möglichkeit war, Freundschaften zwischen jungen Hexen und Zauberern verschiedener Nationalitäten zu knüpfen, bis die Zahl der Todesopfer so hoch wurde, dass das Turnier eingestellt werden musste. Drei Schulen, drei Champions und drei Herausforderungen. Daher der Name des Turniers, wobei Tri auf drei verweist, offensichtlich. Jahrelang blieb das Turnier dieser Zahl treu. In Harrys Jahr jedoch brach er in typischer Harry-Manier, natürlich ungewollt, mit dieser Tradition und machte es zu einem Vier-Zauberer-Turnier. Im Feuerkelch wetteiferten vier Zauberer um ewigen Ruhm, 1000 Galeonen und natürlich den berühmten und verehrten Trimagischen Pokal. Harry brach mit einer jahrhundertealten Tradition und wurde versehentlich zu einem zusätzlichen Teilnehmer, indem er zusammen mit Viktor Krumm, Cedric Diggory und Fleur Delacour in dem Wettbewerb gefangen war oder ja, geworfen wurde. Aber welche Auswirkungen hatte das? Das ganze Turnier wurde von mächtigen Zauberern und Hexen aus vergangenen Zeiten ins Leben gerufen. Welche Art von mächtiger Magie wurde verwendet, um sicherzustellen, dass das Turnier seinem ursprünglichen Charakter treu blieb? Angesichts der Tatsache, dass jede Schule nur einen Champion stellen durfte und dass viele Schüler die Ehre hatten, am Turnier teilzunehmen, ist es nur logisch, dass der sagenumwobene Feuerkelch die endgültige Entscheidung traf, wer seine Schule vertritt. Dumbledore erklärte das Verfahren so: Die Champions werden von einem unparteiischen Auserwählten ausgewählt, dem Feuerkelch. Jeder, der sich als Champion bewerben möchte, muss seinen Namen und seine Schule deutlich auf einen Zettel aus Pergament schreiben und diesen in den Kelch reinwerfen. Die angehenden Champions haben dann 24 Stunden Zeit, um ihren Namen vorzuschlagen. Morgen Abend an Halloween wird der Kelch die Namen der drei zurückgeben, die er für würdig befunden hat, ihre Schule zu vertreten. Der Kelch wird heute Abend in der Eingangshalle aufgestellt, wo er für alle, die sich bewerben wollen, frei zugänglich ist. Erwähnenswert ist auch, dass kein Schüler unter 17 Jahren teilnehmen konnte und jeder, der unter diesem Alter war, war buchstäblich unfähig, an der Verlosung teilzunehmen. Das heißt, bis Harry war genauso schockiert wie wir alle anderen darüber, die Nachricht, dass er als zweiter Champion ausgewählt wurde für Hogwarts, was eine Menge Empörung auslöste, da viele glaubten, er hätte die Regeln des Kelches auf unfaire Weise umgangen, um hineinzukommen. Nachdem Harry ausgewählt wurde, wird er in einen Raum gerufen, um sich den anderen Champions anzuschließen, und hier bricht das Chaos aus. Der Schulleiter, Dumbledore, ist verwirrt und wütend zugleich, und Dumbledore selbst sagt den besonders ikonischen Satz: Harry, hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen? Natürlich war Harry unschuldig, aber es war zu spät. Später erfahren wir, dass Harrys Eintrag von niemand Geringerem als Barty Crouch Jr. gefälscht wurde, der den Kelch täuschte, indem er vorgab, es gebe 4 Stufen statt 3. Das Schlimmste daran: Harry musste teilnehmen, denn jeder ausgewählte Champion war durch einen magischen Vertrag verpflichtet, das Turnier bis zum Ende zu durchlaufen. Dies wird immer wieder betont.
Zuerst von Dumbledore. Sobald ein Champion durch den Feuerkelch auserwählt wurde, ist er oder sie verpflichtet, das Turnier bis zum Ende durchzuziehen. Die Eintragung des Namens in den Kelch stellt einen verbindlichen magischen Vertrag dar. Sobald du Champion geworden bist, kannst du deine Meinung nicht mehr ändern. Und dann von Moody, alias Barty Crouch Jr. Er muss antreten. Sie müssen alle antreten. Ein bindender magischer Vertrag, wie Dumbledore sagt. Praktisch, was? Meine Frage ist nun, was wäre passiert, wenn Harry sich geweigert hätte? Was beinhaltet dieser magische Vertrag ganz genau? Wenn wir uns den Harry Potter Kanon mal genau anschauen, gibt es einige andere Fälle von magischen Verträgen oder zumindest dauerhaften magischen Verzauberungen. Das bemerkenswerteste Beispiel dafür ist der unbrechbare Schwur. Dieser bindende magische Vertrag verbindet zwei Parteien und soll sicherstellen, dass eine Hexe oder ein Zauberer ein Versprechen hält. Nachdem jede Bedingung des Schwurs genannt wurde, muss derjenige, der die Verpflichtungen einhalten soll, ihnen einzeln zustimmen. Der unbrechbare Schwur ist eine ernste Angelegenheit und die Konsequenz, wenn man diesen Vertrag bricht, ist der Tod. Ein Vertragsbruch hat normalerweise schwerwiegende Konsequenzen. Deshalb wurde Harry ständig an seine Teilnahme erinnert. Es musste Parameter geben, die ihn dazu zwangen. Dies führt mich zu der Annahme, dass es zwei mögliche Mechanismen gibt. Zwang. Ein System, das die Person dazu bringt, den Vertrag einzuhalten zu wollen und sie zwingt, das zu tun, wozu sie verpflichtet ist. Oder Durchsetzung und Bestrafung. Ein System, das negative Konsequenzen für denjenigen mit sich bringt, der sich weigert, die Vertragsbedingungen zu erfüllen. Es sieht nicht so aus, als ob Zwang das hier angewendete System ist, da Harry sehr unwillig und widerwillig scheint. Er nimmt nur auf Anweisung der Turnierorganisatoren teil. Daraus schließe ich, dass wahrscheinlich das System Durchsetzung/Bestrafung im Spiel ist, was bedeuten würde, dass Harry bei einer Weigerung etwas sehr Schlimmes passieren könnte. Das würde auch erklären, warum ihn alle zur Teilnahme ermutigten, unabhängig von ihrer Meinung über seine Teilnahme. Wenn man einen unbrechbaren Schwur bricht, stirbt man. Also halte ich es für vernünftig zu vermuten, dass auch der Tod droht, wenn man sich weigert, am Trimagischen Turnier teilzunehmen. Dies wird auch durch die Dialoge der Charaktere unterstützt. Nicht wahr? Sagte Moody leise. Es ist ganz einfach, Karkaroff. Jemand hat Potters Namen in den Kelch gelegt, weil er wusste, dass er antreten muss, wenn er herauskommt. Vielleicht hofft jemand, dass Potter dabei stirbt, sagte Moody mit der leisesten Spur eines Knurrens. Das Turnier selbst ist äußerst gefährlich und das wird auch durch den Text betont. Ich könnte mir vorstellen, dass es einer ernsthaften Durchsetzung bedarf, damit es sich lohnt, den potenziellen Tod zu riskieren. Es muss eine dauerhafte Konsequenz, sei es geistig oder körperlich, im Spiel sein. Unter der Annahme, dass es drei Herausforderungen im Turnier gibt, denke ich, dass die Strafe oder Konsequenz im Laufe des Turniers immer schlimmer werden könnte. Das würde bedeuten, dass für jede Herausforderung, an der ein Teilnehmer nicht teilnimmt, etwas Schlimmes passieren könnte. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Verweigerung der ersten Teilnahme an der ersten Herausforderung. Zum Beispiel fallen alle Haare aus, wenn du nicht an der ersten Herausforderung teilnimmst. Verweigerung der Teilnahme an der zweiten Herausforderung. Die Beine funktionieren nicht mehr oder du wirst gelähmt oder sowas. Oder du kannst nicht mehr zaubern, noch schlimmer. Verweigerung der Teilnahme an der dritten Herausforderung. Dann folgt schließlich halt der Tod oder sowas. Es ist auch logisch, dass niemand Harry über die Einzelheiten dieser Konsequenzen informieren würde. Vielleicht wissen die es sogar noch gar nicht, weil sich niemand seit 700 Jahren geweigert hat. Einschließlich seiner Professoren, da das Thema ziemlich morbide ist und Harry noch ein junger Schüler war, würden sie sich natürlich alle weigern, ihn darüber aufzuklären. Sie würden ihn nur dazu drängen, dringend mitzumachen. Was denkt ihr darüber? Würde eine Weigerung der Teilnahme zum direkten Tod führen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne auch in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.